ab jetzt. Meine Damen und Herren, los geht's. Was sollen die Leute von uns denn denken? Bring the beat back. Jetzt. So, zwei richtige Liegestütze. Ruhig mit Tempo. Ach, guck mal. Ich weiß nicht, was du da immer einspringst. Kein Bodenturm. Scheint, als bräuchte er diese Sprüche, um abzuliefern. Ja, jawohl. Das war ein Abschluss. Und was für einer. Wenn du jetzt noch mit der Zunge am Gras legst, dann gibt's noch einen Sonderpunkt. Er hat eine perfekte, tolle technische Kabinettstückchen und noch einen riesen Bombenschuss. Oh, ich habe einen super Kontrahenten mit Ronaldo, also der hat's echt drauf, kann echt gut Fußball spielen. Musiker! Besser geht's gar nicht. Ronaldo Double Sack. Ronaldo, so, jetzt bin ich gesehen. Beinschüsse sehen. Das wird also tatsächlich auch gegen uns ernst genommen. Ja. Ich habe gerade via Facebook geschrieben bekommen von jemandem, dass du der kleine Bruder von Lionel Messi wärst. Ja. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das Ronaldo-Double schlägt zu! Wahnsinn! Das kann nicht wahr sein. Zeitlupe, Freunde, gebt uns die Zeitlupe. Während wir hier plaudern, gibt's die Sensation im Signal. Ein Fehler, wer hat denn den Fehler? Cristiano Ronaldo 2 haut hier auch ein paar Dinger raus. Dieser eingesprungene Liegestütz. Auch die Pirouette, das ist so ein bisschen auch Holiday on Ice gewesen, was er gemacht hat. Aber das Schlimme ist, er hat trotzdem noch den Gong getroffen. Auch das ist ja Cristiano Ronaldo. Diese ganze Show-Scheiße. Und dann aber noch erfolgreich sein. Das muss man ihm zugute halten. So, hier. Bender mit dem Patzer und dann ist es Sacchi, das Ronaldo-Double. Und der kann übrigens wirklich gut kicken. Ja. Und es ist der Patzer von Manny Bender. Sven Bender hier zu lässig, trifft den Ball nicht richtig. Und Sacchi, und das macht er gut, wie er da schön das Tempo mitnimmt. Und dadurch keine Chance für Roman Weidenfeller. Exzellent gemacht. Und jetzt guckt euch das mal an. So ein bisschen hat das wirklich was von Ronaldo. Den doubelt er ja wirklich. Dich nenne ich einfach nur Ronaldo. Und ich habe mit einem Augenwinkel so ein bisschen rübergeguckt, was du da für technische Kabinettstückchen drauf hast. Da hast du mir insgesamt sehr, sehr, sehr gut gefahren, hast einen richtigen Bums. Das war eigentlich absolut erste Sahne. Ja. Auf jeden Fall, ich bin jetzt auf die Reaktion gespannt, weil jetzt muss Dortmund wiederkommen und merken, das ist wirklich kein Spaß. Ja, und das müssen wir ihn nachher fragen, Sven Bender, wie sehr ihn das wurmt. Auf der einen Seite kannst du das ganz locker sehen, auf der anderen, das willst du eigentlich nicht haben. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das da gibt doch Ärger. Da macht ihr hier eine Bude und es steht, ich traue meinen Augen nicht, es steht 1:1 zwischen Borussia Dortmund und den Oliver Pocher Sat.1 Allstars. Jetzt glaube ich an ein Wunder. So, und wir haben den Torschützen bei Andrea. Der Torschütze Ronaldo, Sacchi, er hat es geschafft, wovon am Anfang keiner zu träumen gewagt hat. Ein Tor gegen den BVB. Gut, aber noch ganz kurz, was für ein Gefühl war es, das Tor zu machen? Es war ein schönes Gefühl. Das muss ich den Fußballfans unter Ihnen daheim jetzt wirklich nicht erzählen. Und geht jetzt noch was davon. Das ist der Torschütze, das ist Sacchi, der Mini-Ronaldo. Der ist wirklich unglaublich schnell. Der kann kicken, Freunde, der kann richtig Fußball spielen. Sacchi macht hier das 1:1 und wir haben gespielt. Gleich 25 Minuten, ihr haltet ein Unentschieden bei Borussia Dortmund. Und das ist jetzt wirklich keine Schleimerei. Hier steht es 1:1, BVB, Champions League Finalist. Und in einer Ausgabe durfte ich auch mit auswählen. Und der Sacchi, der Torschütze für die Pocher-Mannschaft, der ist da schon positiv aufgefallen. Richtig guter Kicker. Also er hat, ganz ehrlich, er hat ein bisschen was von Ronaldo. Ruhig ist es hier. Lähmendes Entsetzen beim Anhang von Borussia Dortmund. Auch der couragierten Vorstellung von Sacchi und Co. Ist komplett schnuppe. So, guck ihn dir an, der Ronaldo. Der kann schon dribbeln. Ja, aber er wird auch jetzt dann doch ein bisschen.
bisschen locker bleiben. Ja, aber der muss so spielen. Du darfst mit seiner Stärke nicht noch Fußball spielen. Aber auch als ich den beim Casting gesehen habe, wie der mit der Kugel umgeht. Also der kann was. Ja, es trägt der Früchte hier, ne? Also läuft der wunderbar. Ein super Tor von Saki. Gut gemacht. Saki. Perfekt. Du darfst dich ruhig freuen, mein Gott. Glückwunsch. Was macht denn Saki da? Der dreht am Rad. Jetzt will er da den